In den Everglades geht alles gemächlich vonstatten. In manchen Jahreszeiten bewegt sich das Wasser des weitläufigen Flusses aus Gras nur 15 Meter am Tag. Auf seiner Reise gen Süden durchfließt er eine Vielzahl an einzigartigen Ökosystemen. Jederzeit kann einem Leben begegnen oder der Tod. Inmitten von dichten Mangrovenwäldern mündet der Fluss ins Meer. Hier spielen sich verblüffende Dramen ab, in denen allseits beliebte Tiere als eiskalte Killer auftreten. Große Tümmler durchstreifen die Florida Bay und sie führen nichts Gutes im Schilde. Wie eine lächelnde Gangsterbande beherrschen sie ihr Revier. Der Anführer sucht die Gegend nach einem Fischschwarm ab und beginnt ihn zu umkreisen, während die anderen geduldig warten. Mit seinem Schwanz schlägt er auf den Grund und erzeugt Schlammwolken. Die Schlinge zieht sich zu und die Gruppe greift an. Die panischen Fische springen direkt in die geöffneten Mäuler der Delfine. Einem Schwarm nach dem anderen machen sie den Gar aus. Mit vollen Bäuchen verlassen sie das Gebiet. Diese Art zu jagen ist unter Delfinen einzigartig und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Trotz seiner Größe von über 6000 Quadratkilometern umfasst der Everglades-Nationalpark heute nur ein Fünftel der ursprünglichen Everglades. In der Regenzeit besteht das Ökosystem hauptsächlich aus einem seichten Fluss, der 160 Kilometer lang, aber 80 Kilometer breit ist. Eine Prärie, ein urzeitlicher Meeresboden und ein Fluss, der sich nach Süden durch tausende Quadratkilometer Sauergras kämpft. Die Everglades sind schwer zu definieren und die Umwelt profitiert davon.